Ich hoffe, ihr habt die Woche in den heißen Quellen genauso genossen wie ich und damit herzlich willkommen zurück. In Vietnam waren wir auf der Suche nach Pepe. So richtig weiß keiner warum, aber wir haben einen Brief für ihn, deswegen, oh, mal sehen, wo ist der Gute. Ah, hier oben ist natürlich, Moment. Ist das ein Schrank, den man durchsuchen kann? Ja. Zehn Münzen. Will ich spielen? Nö. Bin ich so der Spieler, weißt du? Eigentlich nicht. Oh mein Gott. Okay. Wie immer. Der Olle muss mal lochen und der Gute, die lässt sich gut gehen. Du siehst wichtig aus. Ah nein, du bist nur Pepe. Was? Briefe? Kann man das essen? Wurstfinger? Wirklich Wurstfinger? Sie sagte Wurstfinger. Okay. Ich würde jetzt was Dummes sagen wollen, aber ich lasse es lieber. Ja, wenn es nicht mehr ist, irgendwas können wir nicht schon sagen. Aber erstmal schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Schöne Häuser. Und vor die Stadt gehen darf man nicht. Ich frage mich auch, was das für ein Saru ist, ganz ehrlich. Keiner, den ich frei gesehen habe, sieht so blau aus. Nein.
Das klingt irgendwie wie so eine indische Spezialität. Bist du Danpas? Scheint nicht so. Und kriege ich das jetzt? Cool. Erklären oder scheiß drauf. Erklären, scheiß drauf. Erklären, scheiß drauf. Scheiß drauf. Nein. Statist Nummer 43. Sushi, Sashi, ja, gut, was auch immer. Rem-Tempel, ah. Ein schlaues Büschel der Harry, wa? Mhm. Schau dir für Bücher oder Weissaugung an, wenn ihr alles gesehen habt. Mhm. Entschuldigung, aber ihr stört unser Training. Oktan, sehr viele neue Keywords. Oktam, Rem-Tempel, Harry Hirsch. Jo. War das jetzt eine Kritik? Sind wir zu spät? Du siehst wichtig aus, du hast eine eigene Frisur. Kein durchsuchbarer Schrank, sehr schade. Okay, dann rede ich vielleicht mit dir, wenn ich wieder nach oben gehe.
Nein. Ich weiß nämlich nicht, um was es geht. Dann sage ich einfach mal ja. Ja. Also ich will ja nicht sagen, aber der Schrotzaugen bringt ja auch nichts. Weil, gut Luft vielleicht, aber Essen, Trinken wird knapp. Vor allem, wenn du dir überlegst, dass der Nebel jetzt schon 10 Jahre da ist. Okay, ich kann nicht mit dem reden. Niemand hat die Absicht, einen Bunker zu errichten. Okay, dann gehe ich jetzt einfach mal weiter, weil hier scheint es ja nichts mehr zu geben. Bringe ich Juri noch den Ring von Maya? Nö. Kann man wann anders machen. Na? Ach so, hier stehen keine Namen, weil da war ich noch nicht. Gut. Ah, cool. Mit vier kann ich hier die Orte irgendwie markieren. Also ich gehe hier auf die andere Seite von der Insel. Also hier von diesem Fluss, Meer, was auch immer. Ach nee, erstmal die Schleime, damit sie sich nicht teilen. Und er... Ja? Ja, immer drauf. Eins, zwei, drei. Nee, reicht trotzdem nicht. Schade. Muss der Kollege wohl noch ein Level aufsteigen. Ach, da fällt mir ein, ich habe das Feuerbuch bekommen. Das könnte ich nachher gleich mal einsetzen. Objekt verwenden. Tür des Windes, Eisen des Wassers, Feuerbuch, hier.
Komisch, geht nicht. Du Sau. Danke. Jetzt gibt's Knüppel auf den Kopf. Aber nicht genug, wie es aussieht. Schade. Amateure. Ich hätte gerade einfach Ronny nennen sollen. So, komm, bis zur nächsten Stadt schaffe ich es schon noch. Stadt. Naja. Okay. Dann ist das jetzt eben Octam. Harrys Fort. Im Kopf klang das irgendwie mehr nach Harrison Ford. Naja, wer weiß.
Tja, das Leben ist kein Ponyhof, Wendy. Warum muss er das? Der ist doch älter, oder? Okay, dann würde ich sagen, machen wir für heute erstmal Schluss und im nächsten Teil durchsuchen wir diese wunderschöne Stadt nach Harry. Okay, nach diesem Kampf. Ich hätte gern noch irgendwo gespeichert. Was Neues. Holy shit. Sieht ein bisschen aus wie der Berserker, zumindest vom Kopf her. Er hat keinen einzigen Schlag geblockt und lebt noch. Verdammte Axt. Juhu! Franz Level, das ist auch sehr schön. Okay, jetzt sind nicht sie raus hier aus der Stadt. Und speichern. Also, wie gesagt, im nächsten Teil schauen wir uns hier näher in Octam um. Eure Aufgaben bis dahin sind die gleichen wie immer. Kommentar da lassen, Daumen da lassen und Video teilen. Bis zum nächsten Mal.